Willkommen zurück zu Gothic. Ich habe tatsächlich geschafft, als Fleischwanze da reinzukommen. Man bleibt zwar im Gitter hängen, aber wenn man sich dann zurückverwandelt, dann steht man innen drin. Allerdings gibt's da wohl einen Bug, weil wenn man dann den Schalter drückt, dann erscheint so ein Dämon und dem kann ich überhaupt nichts anhaben. Ich habe allerdings nebenbei, abseits der Aufnahme, nochmal das Ganze hier nachgestellt und den Typen da in einem Schwung erledigt. Da gab es nichts Neues, aber mir ist aufgefallen, dass ich beim ersten Mal übersehen hatte, dass es einen neuen Tagebucheintrag gibt. Nämlich, dass Kalom und seine Anhänger wohl mit menschlichen Waffen nicht verletzt werden können. Naja, ich habe halt leider nur menschliche Waffen dabei. Vielleicht ist das ja ein Hinweis, dass ich wieder nach draußen gehen und mir Rat suchen sollte. Zum Beispiel von Xardas, zum Beispiel von den Wassermagiern. Vielleicht auch im Sumpflager, wer weiß, keine Ahnung. Jedenfalls wollte ich mich hier oben nochmal kurz umschauen, ob es nicht hier doch noch irgendwo einen Schalter oder sowas gibt. Aber wenn die Suche erfolglos verläuft, wonach es gerade stark aussieht, das da drüben sieht wohl auch nur so aus, als könnte man darauf rumspazieren. Nein, hier gibt es nichts. Genau, und wenn das hier erfolglos verläuft, nämlich so wie es es gerade getan hat, dass ich dann jetzt zurückgehe zu Xardas, zu den Wassermagiern und die einfach nochmal anspreche, um zu gucken, ob es da was Neues gibt. Ich glaube, also keine Ahnung, ich schätze mal ja. Was anderes kann ich mir gerade nicht erklären. Moment, hier war ich schon. Ja. Also ich denke mal, man hat ja auch in den Zeiten vor dem Internet dieses Spiel gespielt und designt. Von daher glaube ich nicht, dass man hier unbedingt das Internet braucht, um rauszufinden, was man hier tun muss. Und deswegen denke ich, dass der Tagebucheintrag mit dem menschliche Waffen helfen hier nichts, letzten Endes nur einen dezenten Hinweis darstellt. Du, mit dem, was du da hast, kommst du hier nicht weiter. Geh mal nach draußen und frag die, die Ahnung haben. War ich denn da schon drin? Ach so, ja, das war die Indiana Jones Stelle mit der senkenden Decke. Also für die, die vor drei Folgen den Titel nicht kapiert haben, das war eine Anspielung auf Indiana Jones wegen der absenkenden Decke. Weil er in meinem ersten Let's Play, Indiana Jones 3, an einer Stelle gefragt hat, ob jemand seine mutische Lederjacke kaufen will oder irgendwas in der Art. Als Tarnung quasi, warum er jetzt sich hier rumtreibt. Und so absenkende Decken und so Fallen in Grabkammern, das ist halt so typisch Indiana Jones. Ja, gut. Vielleicht ist ein Folgentitel, den man erklären muss, auch kein besonders guter Folgentitel. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich wüsste ja schon gern, was da unten ist, aber ich fürchte, ich werde da sterben. Ob ich mir mal kurz Cheats erlaube, um nachzuschauen? Das könnte die Folge etwas spannender machen. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt einfach mal. Cheaten für die gute Sache. Für die Wissenschaft. Moment. Gibt's hier überhaupt einen Boden? Hallo? Okay, das... Moment, was? Ich kann auch nicht mal mehr das Menü aufrufen. Oh, verdammt. Das ist schlecht. Jetzt bin ich tot. Okay, immerhin. Kommt das Menü? Menü? Oh je. Habe ich Unsinn gemacht? Ich fürchte, ja. Okay. Also das mache ich gerade selber. Ich verletze mich gerade selbst, um mich zu töten. Es gibt sogar Erfahrung. 270. Ah, da ist das Menü. Sehr gut. Für die Wissenschaft. Hat sich nicht gelohnt. Gab nichts Tolles. Und der Cheat-Modus ist schon wieder aus. Und ich gebe 270 Erfahrungspunkte. Und ich habe Stufe 27. Ich schätze mal, man kriegt, wenn man einen Gegner tötet, pro Stufe von dem 10 Erfahrungspunkte. Kann das sein? Sieht jedenfalls so aus. Habe ich denn vielleicht, wenn ich da hinten im Tempel jetzt nicht weiterkomme, habe ich eventuell
hier vorne vielleicht was übersehen. Eigentlich nicht, ne? Da habe ich mich umgeguckt. Nee, da war ich doch überall schon an der Wand, als ich reinkam. Höchstens unten in der Schlucht, aber da war ich ja gerade auch. Abgesehen davon kommt man da natürlich ohne Cheats gar nicht rein. Deswegen ich nicht glaube, dass man da ernsthaft hin muss, um hier weiterzukommen. So, deswegen, wie gesagt, auf zu den Wassermagiern, danach zu Xardas. Oder erst zu Xardas, dann zu den Wassermagiern? Ich weiß es nicht. Ich glaube erst zu Xardas, weil dann kann ich mich rausteleportieren und muss nicht den umständlichen Weg nach draußen nehmen, wenn ich am Schluss von Xardas weggehe. Aber als allererstes möchte ich, wie gesagt, ich habe es in der letzten Folge schon angekündigt, ich habe einen Zauber namens Telekinese. Genau. Und mit diesem hole ich mir jetzt die Statue da runter, denn das Problem ist, sobald ich den Zauber in der Hand habe oder die Statue runterhole, oder beides, sind diese Viecher da draußen extrem böse auf mich. Das Schöne ist aber natürlich, ich kann das alles hier drinnen machen, hinter der Tür, hinter dem Schloss. Und sie könnten zwar jetzt böse auf mich werden, aber abgesehen von den Schamanen, die natürlich ihre Zauber haben, können mir die Orks halt gerade irgendwie nichts anhaben. Das hat jetzt irgendwie nicht gereicht. Komm noch ein bisschen näher her. Denn so wie ich beim letzten Mal durch die Tür mit dem Ork kämpfen konnte, kann ich hier natürlich auch die Statue durch das Tor hindurch aufheben. Oder sie sogar in das Tor hineinsetzen. So, vielen Dank. Und der Hebel da draußen, der macht das Tor hier auf, aber nur dann, wenn man die Statue besitzt. Und das meinte ich gerade mit, die können mir gefährlich werden. Uah! Zum Glück ist das Tor da oben zu, die kommen nicht rein. So, Teleport, Dämonenschwörer. Tschüss, ihr Deppen. Ich bin weg. So, hier kann ich mich allerdings leider nicht heilen. Na, was soll's. Gibt Schlimmeres. Danach gehe ich jetzt zu den Wassermagiern, da kann ich dann eine Runde pennen. Jetzt erstmal schauen, ob es hier was... Habe ich Erfahrungspunkte? Ja, ich habe... Oh, ich habe sogar 31 Lernpunkte. Ja, super, stimmt. Die wollte ich ja ausgeben. Das kann ich hier direkt machen. Die Frage ist, was lerne ich? Stärke habe ich eigentlich genug, oder? Ja, okay. Wenn ich ein bisschen stärkere Waffen finde, könnte das knapp werden. Ich habe gerade nur eine Stärke mehr, als ich brauche für die Waffe. Und, ne, meine Gegenstände geben mir immerhin... keine Stärkenbonus. Das heißt, ich habe die 74 oder die 75 tatsächlich. Kann ich das jetzt? Ah, da brauche ich erst den 5., oder? Kannst du mich unterrichten? Noch nicht. Du hast das Talent, aber es fehlt dir an Erfahrung. Lerne erst bei Saturas, dann werde ich dich unterweisen. Saturas. Andere sagen Saturas. Komisch. Aber ja, ich brauche erst den 5. Kreis, um den 6. zu lernen. Hast du irgendwas zu verkaufen? Ich suche magisches Wissen. Vielleicht irgendwas, damit ich beurteilen kann, ob es sich lohnt, den 5. oder 6. Kreis der Magie zu erlernen. Feuerregen klingt gut. Okay, das war's aber irgendwie auch schon. Was kostet das? 1300? Na, was soll's? Hey, so viel habe ich. Das kann ich mir leisten. Ich habe sogar, guck mal, ich habe zweimal Rachestahl. Das ist mehr wert als dein ganzes Gedöns. Dann, ich möchte mal schauen. Armee der Finsternis. Wert 666. Das klingt gut. Und da ich mich da unten mit Korkalom anlegen muss, schätze ich mal, dass das noch nützlich werden könnte. Armee der Finsternis. Ja, nehme ich. Alles klar. Dann kriegst du noch ein paar mehr Waffen von mir. Noch eine? Vielleicht eine kleinere. Ach, guck mal, diese ganzen Ork-Waffen sind ja quasi nichts wert. Die schmeiße ich mal da rein. Und wie viel fehlt jetzt noch? 600. Also ich brauche irgendwas mit Wert 1200, so die Ecke. Nicht den Hammer, der ist wichtig. Ich gebe einfach mal das ganze Ork-Gedöns, das braucht doch keiner. So, dann fehlen noch 400, also was im Wert von 800. Zum Beispiel diese ganzen... Kleinkramviecher hier unten. Die braucht doch kein Mensch. Weg damit.
Xardas kann bestimmt was damit anfangen. Ich meine, hey, da ist ein Dämonenbeschwörer. Der kann bestimmt aus allem was Tolles basteln. So, hey, das passt sogar genau. Wunderbar. Jetzt das hier. Ich habe einen Weg in den unterirdischen Tempel gefunden. Du bemerkenswert. Du bist sehr stark geworden. Stärker als jeder andere. Das kenne ich doch. Vielleicht bist du doch. Das kenne ich doch. Prophezeiungen? Oder? Welche Prophezeiungen? Uralte orkische Schriften aus der Zeit, kurz nach der Versiegelung des unterirdischen Tempels, sprechen von einem heiligen Feind. Ein heiliger Feind? Einer, der kommen wird, um den Schläfer für immer aus unserer Welt zu verbannen. Ich soll der Gegenstand einer uralten Prophezeiung sein? Du musst dich irren. Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht kenne ich das ja auch nur, weil ich das Spiel schon mal durchgespielt habe. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt an dem Typen vorbei, der nicht mit menschlichen Waffen verletzt werden kann? Ich frage mal die Wassermagier, vielleicht haben die ja eine Idee. Hey, hey. Magie zu Ehren. Yep, Magie zu Ehren. Fünfter Kreis, nee, Stärke. Mögest du in einem... Ja, ja. Magie zu Ehren. Was hast du denn? Nix Gescheites, ne? Nee, genau, dem habe ich schon die ganzen Sachen verdeckt. Vielleicht hat er irgendwelche Tränke, die irgendwelche Werte von mir steigern, dauerhaft. Sieht aber nicht so aus, nur temporär. Ansonsten würden die ja direkt hier dabei sein, oder? Was ist das? Achso, eine leere Flasche. Die ist nur so blau, weil sie... keine Ahnung, weil das Glas so blau ist, vermutlich. Ganz unten, nö, nur Kram. Okay, du hast also nichts für mich. Du hast auch nichts. Dann geh ich mal zu Lee. Lee kann mich bestimmt stärker machen. Laris müsste das auch können. Ich weiß aber nicht, bis zu welcher Stärke er mich steigern kann. Es gibt eine Grenze bei Laris, dann macht es nur noch bei Lee. Hallo. Ich kann auch direkt zu... okay, kann ich doch nicht. Verdammt. Kann ich jetzt nur noch von Laris stärker werden? Warte mal. Allgemeine Infos. Lehrer im neuen Lager. Laris, Gestick und Stärke. Genau. Ach so, das war's. Nur Laris. Okay. Dann habe ich das wohl gerade verwechselt. Tut mir furchtbar schrecklich. Gut, die Folge ist aber auch schon wieder viel zu lang. Das heißt, ich werde jetzt noch... Ja, komm, die Stärkesteigerung, die mache ich noch. Und danach haue ich mich aufs Ohr und wenn ich dann wieder aufwache in der nächsten Folge, werden wir vor der Orkstadt sein. Falls es hier jetzt nicht irgendwie tolle neue Infos gibt, was ich machen kann. Hey Laris! Nicht Bett, Laris! Oh, komm schon! Auf zu saufen! Bring mir bei, wie man stärker wird. So, jawohl. Ich will mich verbessern. Sag ich doch. So, wie viel nehme ich? Ich habe 75, ich habe 31 Lernpunkte, da ich 10 kriege jeden Level und ein Vielfaches von 10 brauche für Magiekreise, werde ich mal als Vielfache von 10 ausgeben. Wir lassen es dann bald dabei. Dann kann ich beim nächsten Level auch schon gleich wieder meine Magie stärken. Das sollte erstmal reichen. Und wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch mal schauen, ob vielleicht einer von den Händlern eine bessere Waffe hat als meine derzeitige. Die ist zwar schon ziemlich gut, aber hey, wenn ich schon mal dabei bin. Bruce? Bist du ein Händler? Nee, bist du nicht. Warte mal, ich habe doch hier auch im Tagebuch. Händler im neuen Lager, genau. Sharky handelt mit Waffen. Genau, Sharky handelt mit Waffen. Ja. Sharky, dann suche ich doch Sharky. Sharky? Bist du Sharky? Nö, bist du nicht. Wo ist Sharky? Ach, es ist morgens um 7, die schlafen alle noch. Ah, natürlich. Na, wisst ihr was? Dann hau ich mich mal eben doch kurz hin. Halt eben hier oben. Bis zum nächsten Morgen, ist nämlich 8 Uhr, also gerade eine Stunde später. Trotzdem bin ich voll geheilt. Leben und Magie. Ist halt so, keine Ahnung. Funktioniert, soll mir recht sein. So, nur wo finde ich Sharky? Der war es nicht. Basta.
Ich? Ach, der kann mir Akrobatik beibringen. Nee, brauche ich nicht. Du bist auch nix. Also auch kein Händler, meine ich. Der da ist der mit den Bögen. Und der Rüstung. Der tollen Rüstung, die ich gerade immer noch trage. Homer! Ach, hallo. Das war der mit dem Dammlurker. Wie geht's dem? Alles klar beim Damm. Steht wie eine Festung. Den kriegt so schnell nichts klein. Das freut mich zu hören. Nicht zuletzt. Wegen meiner Hilfe ist das so. Das ist der Schläger, wenn mich nicht alles täuscht. Wedge. Nee, das ist der, der mir Schleichen und so beibringen kann und Taschendiebstahl. Ich suche Sharky. Hey, wo ist der Typ? Ist er vielleicht doch auf dem äußeren Kreis? Ich habe den nur nicht gesehen wegen zu früh. Oder ist es der hier? Nee, das ist ein Bandit. Ah, Shrike. Moment mal, Shrike. Ach, das ist der Typ mit der Hütte, den ich verprügelt habe. Ja, ich bin schon weg. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. Ja. Hab ich. Ja, da ist Sharky, sag ich doch. Den habe ich übersehen. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. So, was hast du denn? Zeig mir mal deine Waffen. Er hat auch viel Erz. Interessant. Bei den Händlern werden die Waffen nach unten hin besser. Trollfaust, 100. Sehr schön. Meine macht nämlich nur weniger. Die kaufe ich mir doch einfach mal. Und weil ich so ganz viel geruscht habe, wäre ich geneigt, mir auch gleich das ganze Erz dazu zu schnappen. Wobei, das lasse ich mal kurz und nehme es zum Auffüllen. Ansonsten wird jetzt in dieser Folge nichts mehr passieren. Also wenn euch das Handeln jetzt zu langweilig ist, könnt ihr ruhig ausschalten. Bin ich richtig böse. Rachenstahl brauche ich nicht mehr. Der Ersatz ist dann die alte Waffe. Das gleiche gilt für das ganze Zeug hier. Genau, zwei Angriffen. Ulumule will ich behalten. Die brauche ich vielleicht noch. Zumindest haben sie keinen Wert. Also sehe ich nicht ein, sie herzugeben. Die beiden Rüstungen brauche ich jedenfalls nicht mehr. Und da bin ich schon in der Situation, dass ich auffüllen muss mit Erz. So. Zack. Wunderbar. Vielen Dank für diesen Tausch. Und jetzt mache ich immerhin 4 Schadenspunkte mehr mit jedem Schlag. Das sieht nach wenig aus, aber wenn die Gegner, keine Ahnung, sagen wir mal, so 90 Waffenschutz haben wie ich, dann mache ich halt statt 6 Schaden jetzt 10 Schaden. Das sind immerhin 40% des neuen Schadens und 2/3 des alten Schadens mehr. Gut, aber das soll es erstmal gewesen sein. Wie gesagt, ich wollte nicht mehr viel machen in dieser Folge. Hab euch versprochen, dass ihr schon ausschalten könnt, deswegen gibt es jetzt auch nichts mehr. Danke für die trotzdem da geblieben sind und bis zum nächsten Mal.